Schaut mal, ich bin hier gerade so ein bisschen in der Natur unterwegs und hier hinter mir beginnt so ein kleines Wäldchen. Und ich wollte euch da mal kurz was erzählen, was mir hier dazu einfällt. Da hinten sehe ich so eine kleine Kirche rausragen. Ja, und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in meiner Jugend, so Mitte der 90er. Ich hatte ein Super Nintendo gehabt und habe wahnsinnig gerne Zelda gespielt. Zelda 3, ja, Link to the Past, ihr kennt das vielleicht. Und ich war ganz großer Fan davon. Und dieses Abenteuer erleben in so einer Welt und so, das fand ich immer ganz fantastisch. Und ich kann das immer noch abrufen, wenn ich jetzt durch so eine Landschaft hier laufe und da irgendwie so ein Dörfchen in der Ferne sehe und hier so ein Wald, dann habe ich immer so die Karte von Hyrule so vor mir und stelle mir vor, im Nordwesten war der Wald und im Südosten war der See und also die ganze Aufteilung und der Todesberg oben im Norden und sowas. Und wenn ich hier in so einer Landschaft unterwegs war als Kind, dann habe ich mich immer total da rein versetzt und habe immer total mich gefühlt, als ob ich da gerade so ein Abenteuer erlebe und hatte auch immer so ein Holzschwert dabei. Das fand ich immer total schön. Und da vorne läuft gerade jemand mit einem Pferd. Ja, das ist dann noch ein bisschen, als ob hier irgendwelche mittelalterlichen Menschen rumlaufen und so. Und wenn ich dann in irgendein Dörfchen, in irgendein Ort gekommen bin, dann habe ich mich immer so gefühlt, wie wenn ich in dem Spiel als Link in irgendein Dorf komme und mir Ausrüstung kaufe oder sowas. Und ich habe dann halt ein Eis geholt oder sowas, ja. Und jetzt schromere ich gerade hier so durch die Natur und stehe hier an diesem Wald und mit diesem winzigen, verschnuffelten kleinen Dörfchen da hinten und so. Und da kommt das alles wieder zurück so. Ich kann dieses Gefühl da immer wieder abrufen. Und ich finde das wahnsinnig schön, wenn man so ein Nostalgiegefühl hat da und seine eigenen Erinnerungen an sowas wieder abrufen kann. Und ich freue mich da sehr drüber, über sowas. Und ich konnte auch während der Zeit, in der es mir relativ schlecht ging, in der ich so viel mit meinen gesundheitlichen Sachen zu tun hatte, konnte ich das auch sehr gut für mich nutzen. Anfangs war das eher schlecht. Anfangs war ich eher traurig darüber, dass ich das nicht mehr hatte. Dass ich quasi, da habe ich immer gedacht, es könnte alles so schön sein und ich könnte das alles so genießen, hätte ich mal nicht dieses und dieses gesundheitliche Problem. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass mir das so rum überhaupt nichts bringt, sondern mich eher noch trauriger macht. Und dann habe ich mir angewöhnt, das andersrum zu tun und habe eher versucht, mich darüber zu freuen, dass ich das erleben durfte und dass ich sowas noch abrufen kann. Und habe gelernt, das zu genießen. Und das hat mir im Laufe der Zeit geholfen, solche Sachen, solche Erinnerungen, so eine Nostalgie und so eine schöne Kindheits- und Jugenderinnerung positiv für mich zu benutzen. Und ich kann das auch jetzt noch abrufen und für mich genießen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch so ein kleiner Tipp, die vielleicht ein bisschen wehmütig mit sowas umgehen und denken, ach, bevor ich meinen Tinnitus oder meine DR hatte oder sowas, da war es so schön, da konnte ich sowas so genießen und jetzt ist ja mein schlimmer Tinnitus da und sowas. Versucht es mal andersrum zu sehen. Versucht vielleicht mal zu sagen, Mensch, ich kann das jetzt, ich genieße das jetzt einfach mal hier. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mich darüber freue, dass ich so eine schöne Erinnerung habe und vielleicht so eine schöne Erinnerung abrufen kann. Und vielleicht fühlt ihr euch ja dadurch ein bisschen wohler, vielleicht fühlt ihr euch dadurch ein bisschen sicherer und ein bisschen gelassener und nehmt solche Sachen, die euch sonst vielleicht gestört haben, gar nicht mehr so ernst. Ich habe zum Beispiel zurzeit ganz schön heftig mit meinen Eye-Floatern zu tun, mit meinen Mouche Volante, die mir hier immer wieder im Sichtfeld rumschwirren. Aber es stört mich überhaupt nicht, weil ich mich viel zu sehr darüber freue, gerade dass ich diese Erinnerungen habe, die hier so wieder hochkommen, gerade an solchen Orten wie hier. Und ich schaue mich jetzt mal noch ein bisschen um. Irgendwo hier war nämlich, glaube ich, diese Höhle mit der Fee, bei der man so ein paar extra Wünsche äußern konnte, dass man mehr Pfeile tragen konnte und sowas. Ich glaube da hinten. Macht's erstmal gut.